Ja, sehr geehrter Herr Mrestani, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben es gerade in dem Video schon gehört, Migräne, Alltagskrankheit. Entweder haben Sie selbst Migräne oder Sie kennen jemanden, der Migräne hat. Migräne ist aber auch ein wunderschönes Beispiel, wie Grundlagenwissenschaften zu klinischen Erfolgen führen kann. Es war bekannt, dass bei Migräne kleine Blutgefäße im Gehirn sich erweitern und das zu dem Schmerz führt. Also hat man versucht, Medikamente zu entwickeln, die diese Gefäße wieder tonisieren, wieder enger machen. Dummerweise hat das Nebenwirkungen, wenn das am Herz passiert, war das nicht so gut. Aber in den 90er Jahren gab es dann den Durchbruch mit einer Stoffklasse der Triptane, die selektiv einige Neurotransmitter-Rezeptoren an den Hirngefäßen nur betreffen und damit selektiv an den Hirngefäßen angreifen, die Kopfschmerzen beseitigen, ohne am Herz was zu machen. Migräne ist aber auch, wie wir eben im Video schon gehört haben, ein Beispiel für eine andere Erkrankung, nämlich die sogenannte familiäre hemiplegische Migräne. Das ist eine Migräne, die nicht nur Kopfschmerzen hat, sondern auch zu einer Halbseitenlähmung führt, also sehr eindrucksvolles Krankheitsbild. Und wie eben auch erwähnt, ist hier eine genetische Veränderung von diesen Calciumkanälen die Ursache. Und unser heutiger Preisträger für den jungen Karriereförderpreis, Ahmed Mrestani, ist genau diesen Calciumkanälen auf der Spur. Er hat sich schon sehr früh während seines Medizinstudiums für Neurowissenschaften interessiert, hat in Halle und Würzburg studiert, hat dann in Würzburg 2021 promoviert in der Neurophysiologie. Und weil er so erfolgreich war, wurde ihm gleich eine Postdoc-Stelle angeboten, konnte da seine wissenschaftliche Arbeit weiterführen. Hat dann aber gemerkt, dass als Clinician Scientist das auch sehr spannend sein kann und ist seit 2022 in der Facharztausbildung in der Neurologie in Leipzig. Herr Mrestani möchte mit dem jungen Karriereförderpreis seine eigene Arbeitsgruppe aufbauen, was damit natürlich auch sehr gut geht. Und er möchte inhaltlich versuchen, und ich finde das ganz besonders spannend, diese Mutationen, die im Menschen bekannt sind, bei Epilepsien, bei Migräne, in die Taufliege überführen, um dann mit dem ganzen Werkzeugkasten, die Zellbiologen bei der Taufliege haben, dran zu gehen und die Mechanismen besser zu verstehen. Sehr kompliziert, aber extrem spannend und wegweisend. Und wir sind alle sehr gespannt, was die Forschung bringen wird. Ahmed Mrestani hat das Kuratorium mit seinem Elan, den man eben, glaube ich, auch schön gesehen hat, mit seiner Neugier, aber auch mit seinen hervorragenden Arbeiten in dieser jungen Phase des wissenschaftlichen Daseins praktisch schon gezeigt. Wir freuen uns, ihn mit diesem Preis weiter fördern zu können, diese Arbeitsgruppe. Und ich möchte ihn daher ganz herzlich gratulieren und Sie bitte auf die Bühne bitten.